Man kann sich darüber streiten, ob ein Großpudel wirklich ein Schoßhund ist, und sie wirkt mal wieder lethargisch desinteressiert. Nelly, schau mal die Kamera da drüben. Wir wollen eigentlich über was anderes reden als über Hundehaltung und ob man sie auf den Schoß nehmen soll, nämlich über das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Impfverordnung. Kann man auch vom Boden aus betrachten. Karl Lauterbach hat eine neue Verordnung erlassen und unterschrieben. Und die hat es in sich, denn es wird nicht mehr auf die Zulassung alleine abgestellt dafür, ob ein Anspruch besteht auf Erhalt einer Schutzimpfung. Also wir haben diese Corona-Impfverordnung und da steht drin, dass jeder Bürger in Deutschland einen Anspruch auf Schutzimpfung hat. Allerdings gab es eine Einschränkung, die ist erst in diesem Jahr eingeführt worden, dann wiederum etwas aufgeweicht worden und jetzt fliegt sie komplett raus. Die Einschränkung war nämlich, dass dieser Anspruch nur bestehen soll im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassung. Das ist der Satz, der hier oben steht. Und der wird gestrichen und stattdessen ersetzt durch diese Formulierung, nämlich eine Sollbestimmung, dass im Grundsatz die arzneimittelrechtliche Zulassung erfolgen soll, also die Anwendung. Aber eine davon abweichende Verabreichung kann erfolgen, wenn sie nach dem Stand der Wissenschaft medizinisch vertretbar ist, das ist gar nicht so viel, oder im Rahmen nicht kommerzieller klinischer Studien erfolgt. Die nicht kommerziellen klinischen Studien sind schon in einer früheren Version reingekommen. Hier sieht man ein paar ältere Versionen davon, kann man sich, wenn man Lust hat, genauer anschauen. Aber spielt für die heutige Rechtslage keine große Rolle. Was früher mal war, wichtig ist Folgendes. Bisher befanden sich Ärzte immer in einem rechtlichen Zwiespalt, wenn sie nämlich off-label geimpft haben. Beispielsweise Kinder, bevor es die Zulassung der EMA gab, oder als es die Zulassung gab, aber man andere Impfstoffe verwendet hat, nämlich den Erwachsenen-Impfstoff entsprechend verdünnt oder einer niedrigeren Dosierung verwendet hat. Das gleiche gilt zum Beispiel bei den Booster-Impfungen von Jugendlichen. Auch da haben wir ja im Augenblick das Problem, dass es keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Aber es gibt einige Jugendliche, deren zweite Impfung schon wieder 4, 5, vielleicht sogar 6 Monate her ist. Und die kann man im Augenblick nicht mit einem zugelassenen Impfstoff boostern. Hiernach könnte man es. Das gleiche gilt natürlich noch für kleinere Kinder, wo es überhaupt keine Zulassung gibt. Da kann man sich natürlich fragen, ob jetzt die medizinische Notwendigkeit gegeben ist oder nicht. Aber das ist keine Aufgabe für Juristen, sondern wir sehen einfach nur, dass in dieser jetzigen Verordnung die Voraussetzungen gegeben sind. Das gleiche gilt übrigens auch für die Zeiträume der Booster, denn die Zulassung für die Booster-Impfstoffe sah ja tatsächlich die 6 Monate vor. Das heißt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, nämlich schon nach 5 oder 4 Monaten zu boostern, hat bereits den Rahmen der ärztlichen Zulassung überschritten und jetzt wird das eben auch legalisiert. Damit gehen natürlich den Ärzten, die oder auch den Impfzentren oder Bundesländern, die bisher an diesen 6 Monaten festgehalten haben, vielleicht die Argumente aus, denn sie können nicht mehr sagen, es gibt keine Zulassung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Boosterung nach 4 Monaten, 5 Monaten oder 3 Monaten tatsächlich medizinisch vertretbar ist oder ob eine Anwendung innerhalb von klinischen Studien erfolgt. Das ist bei den meisten Leuten nicht der Fall. Nach dem Stand der Wissenschaft medizinisch vertretbar heißt nicht, dass es dringend geboten sein muss. Das kann man jetzt nochmal genauer betrachten. Aber bei den Boosterungen geht man wohl wahrscheinlich momentan davon aus, dass man an den 6 Monaten nicht festhalten muss. Es wird noch andere Anwendungsbereiche geben. Es wird vielleicht auch nicht die letzte Änderung dieser Impfverordnung sein. Wer im Internet nach ihr sucht, soll genau aufpassen, dass er die richtige Version findet. Das hier ist die Änderung vom 16. Dezember. Da muss man darauf achten, das ist nicht der vollständige Text, sondern da stehen nur die jeweiligen Änderungen drin. Und worauf man auch hinweisen sollte, die Kollegin Dirks hatte diesen Zusammenhang in einem Tweet heute schon festgestellt oder herausgestellt, das führt natürlich auch dazu, dass die Haftungsübernahme durch den Bund gegeben ist. Man kommt ja immer wieder zu diesen unsäglichen Diskussionen, wenn man sagt, Ärzte haften, wenn sie von der Impfung abraten. Ja, aber was ist denn mit den Impfschäden? Wer haftet dafür? Der Bund haftet. Also ein für alle Mal bei denjenigen Impfungen, die durch eine Landesregierung öffentlich empfohlen werden, und das ist hier der Fall, und die entsprechend nach der gesetzlichen Verordnung verabreicht werden, und das haben wir jetzt hier mit einem erweiterten Anwendungsbereich, dort entsteht eine Haftung des Bundes. Jetzt kann man sagen, hilft einem das wirklich? Naja, wenn man mit Haftungen argumentiert, dann macht das vielleicht schon einen wesentlichen Unterschied. Also damit hat jetzt das Gesundheitsministerium die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Ärzte auch sicher Impfungen durchführen können, die über die gesetzliche Zulassung, über die arzneimittelrechtliche Zulassung hinausgehen. In diesem Sinne, bleibt gesund und lasst euch impfen.